Hallöchen. Ja, ihr seht's, jetzt so kommt die dunkle Jahreszeit und wir basteln noch einen Adventskalender und der sieht so ein bisschen aus wie das, die Explosionsbox mit dem Adventskalender, der so ein Achtsamkeits-Adventskalender ist, ohne Tee. Denn ich hatte beim Basteln dann festgestellt, dass Tee da nicht reinpasst. Hatte ich erst so gedacht, naja, könnte man ja auch nehmen. Aber das war, ist einfach zu eng bemessen. Und ja, ich meine, man kann ja auch nur so ein Büchlein verschenken. Ohne die Box ist es vielleicht für manch einen wegen der Portokosten besser, aber wir basteln heute eine große Box. Ich habe das hier schon mal angefangen eigentlich, deswegen ist das schon ausgepackt. Und zwar diese Box. Also im Prinzip, wie gesagt, sieht das so ähnlich aus wie das, was wir schon mal gebastelt haben. Aber wie gesagt, ich dachte, ich mache nochmal einen Tee-Adventskalender und zwar mit dem, diesmal mit Action-Material und zwar mit dem Heberkraft-Set, was ihr hier seht. Ihr könnt dazu aber jegliches Papier nehmen, was ihr wollt. Ihr könntet auch komplett in Weiß machen und nur mit Wischtechniken oder Schablonen das Papier dekorieren. Für den Tee nehme ich hier wieder den, den ich eigentlich immer nehme. Den bestelle ich eigentlich immer bei Amazon. Ich verlinke euch mal unten bei meinen Affiliaten Link diesen Tee. Oder auch so bei Amazon kann man so Tee-Adventskalender finden, wo man die Beutel halt verwenden kann. Ich persönlich finde die schön, weil ihr wisst, da schon eine Geschichte draufsteht. Und da diesen Kalender diesmal jemand bekommt, der noch keinen von mir hatte, kann er auch die Geschichten wiederlesen. Weil ich weiß nicht, ob der jetzt, ob das jedes Jahr sich ändert. Der Tee hier ist ja noch von letztes Jahr. Und ja. Wie gesagt, ansonsten nehmen wir Paperkraftset zum Verzieren. Ich habe hier schon mir was zugeschnitten. Und zwar für die Seiten habe ich hier 7 A4 Seiten genommen. Ich habe auf jeden Fall für die Seiten dieses Papier genommen. Für die Box und den Deckel brauchen wir natürlich 30x30 Papier. Da habe ich halt welche genommen, was man eigentlich nicht mehr bestellen kann bei Amazon. Das ist von Basel oder so ähnlich. Habe ich früher mal bestellt, das ist total schön eigentlich, aber ja, das ist der Name der Firma und keine Ahnung, wenn ihr das zufällig findet, dann könnt ihr das ja bestellen oder eben irgendein anderes weißet. Das ist bei mir jetzt hier so ein bisschen unterschiedlich, aber das sieht man nachher nicht, weil ich es ja verziere. Ansonsten braucht ihr, wie gesagt, A4 Seiten. Hier sind mal die Maße, also die sind alle 16,5 hoch und werden dann immer 1 Zentimeter kleiner. Das hatten wir ja schon. Wie gesagt, das ist auch eine schöne Sache. Das kann man auch noch erweitern, weil unsere Box ist dann 10 Zentimeter hoch. Hier in dem Fall ist das Ganze nur 6,5 Zentimeter hoch. Also könntet ihr das so ja noch erweitern, wenn ihr wollt. Und ja, wie gesagt, hier die Maße. Ich werde es aber unten auch noch in die Infobox schreiben. Hier ist die Falz. Wir falzen wieder rechts und links 9 Zentimeter. Und ja, ich halte jetzt schon mal in die Kamera die Maße für den Deckel. Also der Deckel ist 20,2 mal 27,2. Und für die Box brauchen wir ein Papier, welches 20 mal 30 cm groß ist und zwei Papiere, die 10 mal 10 groß sind. Ich halte jetzt hier noch mal in die Kamera. Und ja, dann würde ich aber sagen, fangen wir noch mal mit dem Buch an. Und das ist eigentlich das gleiche wie bei dem anderen Buch. So könnt ihr, wie gesagt, auch ganz schnell kleine Mini-Alben machen, wie ich finde. Ich mag diese Technik sehr gerne. Und wir falzen, wie gesagt, rechts und links bei 9,5 und in der Mitte entsteht unsere Klebefalz oder der Buchrücken. Ja, das mache ich jetzt hier mal schnell für alle Papiere. Und danach wird alles anständig nochmal durchgefalzt, damit sich die Seiten nachher schön hin und her bewegen lassen. So, ihr seht jetzt, dass ich das so weit gefalzt habe. Jetzt klebe ich das wieder aufeinander mit Flüssigkleber. Also vielmehr mit Buchleim.
Wie gesagt, das bietet sich an mit Buchleim, weil ihr das dann schön ausrichten könnt. Ihr seht, dass ich das hier auch immer ausrichte. Wem das jetzt hier zu schnell ist, der kann einfach unter das Zahnrad gehen und das Video ein bisschen langsamer stellen. Aber im Prinzip ist das das gleiche wie bei dem anderen Video. Also ihr müsst einfach zusehen, dass er schön mittig alle Seiten übereinander klebt. Also ihr seht ja, ich ziehe immer und Blätter rechts und links. Da sieht man auch, ob das gerade und mittig ist. Und ja, das mache ich jetzt für alle Seiten. Da gibt es noch ein bisschen Musik, so lange auf die Ohren. So, ihr Hübschen, ich habe fertig. Ich lasse das jetzt ein bisschen durchtrocknen, bevor ich das verziere. Und in der Zeit machen wir auf jeden Fall gleich die Box, damit das nicht wieder so ein Durcheinander ist. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr zufällig das andere Tutorial auch schön fandet, die Dinge hintereinander zu machen oder wenn ihr davon mehrere macht, weil jetzt ist ja so mein zweites Mal. Das Prinzip ist ja das gleiche eigentlich wie bei dem anderen. Und das flutscht einfach viel besser. Also, ich will es nicht beschreien, aber das ist so. So, kommen wir mal zur Box. Hier haben wir ja die 20 cm Seite und die 30 cm Seite. Und da ist es ganz einfach. Hier werden bei 10 und bei 20, wird bei 10 und bei 20 gefalzt. Und auf der kurzen Seite bei 1,5. Und dann drehe ich es um und nochmal bei 1,5. Das wird nämlich unsere Klebelasche. Das war erstmal mit dem Boden, also mit der Box an sich, mit dem Unterteil. Ich falze das jetzt mal, damit man das besser sieht. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir jetzt hier die dunkle Zeit gut überstehen mit meinem Licht. Ich habe wirklich hier zwei Lampen an. Und im Hintergrund habe ich noch eine Lampe an, aber irgendwie mehr Licht ist halt nicht. Aber ich hoffe, dass man, also da ich halt gerne in Weiß arbeite, ist es halt ein bisschen blöd. Wobei, ich glaube, mit Mustern, da sieht man es noch schlechter. Also, hier ist es jetzt wie immer. Ich werde einfach diese vier Seiten hier, die schneide ich weg. Weil hier wird meine Klebelasche entstehen und die Teile sind ja 10x10. Die kommen hier einfach ran. Dann haben wir schon unsere Box. Hier ist es natürlich wichtig, dass ihr eine schöne, scharfe, große Schere habt. Weil wenn ihr das jetzt mit einer kleinen Schere schneidet, also bei mir wird das auch nicht 100% gerade, aber wenn ich das jetzt noch mit einer kleinen Schere geschnitten hätte, naja, dann wäre das total, also bei mir jedenfalls. Es gibt ja auch Leute, die können mit allem Möglichen schön gerade schneiden. Ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Ja, und ich finde das jetzt hier total schön, meine Idee. Hätte mir auch gleich bei der anderen kommen können, aber wie gesagt, ich will das eine auch, die braucht nicht Tee haben, weil ich ja schon, also immer Tee, jeder trinkt nicht Tee und ja, ich wollte einfach auch mal, nur so bei dem anderen Ding werde ich wahrscheinlich mal gucken, ob ich irgendwo Schokolade kriege vielleicht, so eine Kugeln oder so und dann 24 Kugeln einfach noch oben drauf packen. So, ja, hier jetzt einfach ankleben, das Unterteil.
möglichst hier auf die Seiten achten, dass das schön gerade ist, weil sonst sieht das nachher doof aus. Und die Klebelasche möglichst nach innen, weil außen soll ja schön aussehen und wir überkleben das innen natürlich auch. Aber da guckt der oder diejenige vielleicht nicht so hin von außen. Steht es ja vielleicht auch mal irgendwann im Regal oder irgendwo. Ja, zum Verschicken ist der natürlich jetzt ein bisschen groß, aber das macht mir jetzt auch nichts. Einmal mehr für meine Freunde da mal ein Päckchen zu packen. Das noch habe ich getestet, aber man weiß ja nicht, was kommt. Ansonsten, wie gesagt, kann man das andere Buch ja verschicken. So, das ist dann unsere Box, ne? Dann kommt der Deckel. Wie gesagt, der Deckel ist 20,2 x 27,2, und den falzen wir einfach genau wie bei der anderen Box rundherum bei 2,5 und bei 5. Und dann, so Gott will und ich mich nicht verhauen habe, müsste das passen. Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht, dass ich jetzt genau das gleiche nochmal mache, aber wie gesagt, der eine findet halt den Tee vielleicht gut, der andere das andere. Deshalb. Und wie gesagt, ich bastle ja nicht nur, um für euch Videos zu machen, sondern was mir halt gerade so, was ich auch hier brauchen kann. Ne? Und den Tee, den hatte ich noch da. Den wollte ich auf jeden Fall auch verschenken. Und deshalb gibt es jetzt noch einen Tee-Adventskalender. Und wenn ich es, das Gute ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe, mit dem normalen, also ich wollte ja eigentlich für meine Freundin diesmal mal normale schicken, also ohne Tee, weil jede der Tee seit 3 Jahren ist auch ein bisschen doof. Dann kann ich zur Not noch auf den hier ausweichen, weil das geht hier wirklich ruckzuck, wie ich finde. Okay, einschneiden, das kennen wir ja auch schon. Also erstmal bis runter. Und hier auch. Bis runter hier ein bisschen anschrägen und dann die Seite abschneiden, wie gesagt, rechts neben der Falz, dass wir so ein bisschen mehr Platz haben. Ihr seht das jetzt vielleicht, ne? Also es ist 1 mm drüber, so dann gegenüber wieder die zweite Falz rechts von der Falz einschneiden, gleich anschrägen, hier anschrägen und dann zack, abschneiden und hier das auch noch ein bisschen kürzen. So, andere Seite auch. Ups. Da bin ich mal gespannt, wie meine Adventskalender dieses Jahr ankommen. Das war ja letztes Jahr relativ durchwachsen. Aber wie gesagt, die muss ich ja eh basteln. Oder Musik, die möchte ich ja eh basteln. Für meine Freundin, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. So, das ist dann der Deckel und hier sind wieder die Klebelaschen, die kleben wir uns hier zu. Das mache ich diesmal im Schnelldurchlauf. Ihr seht es ja, also schön die Ecken aufeinander, nicht zu eng, so ein bisschen Spiel lassen, zeige ich kurz am Ende aber auch nochmal. Ich zeige das jetzt nochmal einmal richtig. Jetzt habe ich hier so viel Kleber drauf. Also wie gesagt, übertrieben klebe ich eher so an als so, weil A sieht das schöner aus und B habe ich ein bisschen Spielraum für meinen Deckel, falls ich irgendwie mich vermessen habe oder keine Ahnung. Manchmal macht man ja Dinge und dann klappt das hinterher nicht. So, ich habe jetzt ja nicht probiert, ob das hier passt. Also eigentlich gucke ich immer noch mal. Ja, sieht aber gut aus. So, und jetzt, wie gesagt, das Ganze dann nach innen kleben. Herrlich. Sehr Deckel. Und wer das nicht mag mit dem verstärkten Deckel, der kann einfach alle 2,5 cm kleiner zuschneiden. Ich schneide jetzt hier nochmal ab,
Da hat noch die Klebelasche überstanden. Hier könnte das auch sein, also wenn das ein bisschen... So, ihr Hasen, die Basis haben wir jetzt. Also unser Buch. Ihr seht, da ist auch wieder noch Platz. Aber ich fürchte natürlich, dass es auch ein bisschen dicker wird, wenn jetzt der Tee und das Papier noch und alles ist. Aber im Prinzip haben wir jetzt unsere Box fertig. Und ich werde jetzt, wie bei der anderen Box, auf jeden Fall von... überlege gerade, also die drei Seiten werde ich jetzt verstärken, weil, also wir haben ja noch die Abschnitte hier, da werde ich natürlich einen Teil verwenden. Mal sehen, passt das? Ne, der ist zu klein. Aber den können wir für den Deckel nehmen. Den werde ich auch wieder wahrscheinlich im gleichen Stil machen, das finde ich schön. Also das, den Abschnitt nehme ich für den Deckel. Oder den und hier draus, aus den Resten, die ich so habe, mache ich mir halt jetzt Verstärkung für den Deckel. Ich habe hier auch noch einen Rest von dem Deckel. Und wenn nicht, schneide ich mir nochmal neue zu. Dann werde ich mir auf jeden Fall die Papiere aussuchen und wahrscheinlich auch die Seiten schon bekleben. Wie gesagt, das werde ich wieder, muss ich mal sehen, da werde ich schon die Teebeutel anbringen, weil... weil ich dann erst sehe, wie das aussieht. Also wobei, können wir jetzt schon mal machen. Das mache ich dann schon in Koordination mit dem mit dem Beuteln. Also wird darauf hinauslaufen, dass es so ist, dass ich auch ja diesmal ja keine Zahlen verwende, sondern wirklich nur den Teebeutel. Und dann muss ich mal schauen, wie das so aussieht. Also ich habe auch nicht so viel Papier natürlich in den Packs hier. Ist ja nicht, ob das für alle reicht. Wahrscheinlich werde ich erstmal vielleicht teile ich das so immer. Dann habe ich auf jeden Fall schon 10 Seiten und hier sind 6, sind 16 plus 6 sind, ja, das müsste reichen. Aber dann halt für außen nichts mehr. Muss ich sehen. Werdet ihr sehen, lasst euch überraschen. Damit beschäftige ich mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr heute, weil jetzt ist schon relativ spät. Ist 7:30. Werde jetzt noch ein bisschen zuschneiden. Wie gesagt, die Deckel verstärken, das hier verstärken und dann sehen wir uns wieder. Jo, bis dahin. See you later. So, ihr Lieben, ja, ich sag mal so, nächster Tag schon wieder. Das Ganze hat mich echt die Nerven gekostet, weil ich vorher nicht drüber nachgedacht habe, dass die Papiere nicht wirklich für alle Seiten ausreichen. Ihr seht schon, ich habe im Prinzip alles fertig, weil das ist ja ein bisschen langweilig für euch, das vor der Kamera zu sehen. Ich habe jetzt, Punkt 1, dieser Blog, das gefällt mir eigentlich nicht. Das wusste ich vorher nicht, das habe ich auch wieder nicht gesehen. Das ist immer so diese Trügerische mit diesen Blöcken und Luxpicker-Kraftsets. Ich war so heiß drauf, dass ich überhaupt was gekriegt habe und habe mir das nicht richtig angeguckt. Wobei, in der Version hier sieht das auch ja nicht so schlecht alles aus. Aber im Großen und Ganzen, mir fallen mir ganz viele Standsteile überhaupt nicht. Und ja, deswegen habe ich mich auch schwer getan mit der Deko. Wie gesagt, auch mit der Zusammenstellung der Blätter. Ich habe jetzt auch noch was übrig. Ich habe das jetzt gemischt mit einem Block von Sustrene Grene. Der ist schon sehr alt, aber sowas in der Art, das Design von denen ist ja ähnlich. Das war das Einzige, was ich gefunden habe, was dazu passt. Ich muss dazu sagen, ich habe ja nicht so viel klassisch rot-weißes. Und ja, aber hier waren auch so
richtig doofe Blätter bei, wie ich finde. Die habe ich jetzt hier ja nicht verwendet auch, oder also das hier hätte ich jetzt verwenden können, das ist mir da aber zwischendrin irgendwie abhanden gekommen, aber auch das hier irgendwie fällt mir das einfach ja nicht. Und ja, hier seht ihr meine ganzen Abschnitte. Ich habe auch noch Stanzteile übrig. Da werde ich auch noch versuchen, jetzt noch im Anschluss ein 3-Karten-Video zu machen, also dass ich noch 3 Karten daraus bekomme. Aber ansonsten, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Seite übrig, aber da dachte ich, ist ja nicht schlimm. Derjenige kann das ja bestimmt vielleicht verwenden. Das ist aber nicht anders möglich, glaube ich. Also wenn ich jetzt so eine Seite weglasse, dann fehlt mir ja was. Also bilde ich mir ein, weil ich ja hier vorne anfange. Ja. Also da könntet ihr noch eine Tasche hinmachen, was auch immer. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Was ich euch aber zeigen wollte, ihr seht es hier schon, das ist jetzt hier, ich habe hier immer, was ich ganz viel verwendet habe, ich weiß ja nicht, was das jetzt für ein Geräusch ist, ist halt hier, die ganzen Aufkleber habe ich verwendet und dazu habe ich immer noch so ein bisschen ein paar Stanzteile gemacht. Ich zeige euch das jetzt hier mal, dass ihr das schon mal seht, was ich so verwendet habe, aber im Großen und Ganzen fand ich das sehr, sehr schwierig. Das hier fällt mir hier mal ganz gut. Das geht auch. Ihr seht schon, das ist ein anderes Papier. Das ist auch okay. Und ja, hier auch. Der Bär ist ja ganz niedlich, aber das ist alles sehr kindlich auch. Und der kickt ja auch ein bisschen betröppelt, wa? Naja, gut. Was mich aber dann nicht stört hat, eigentlich wollte ich ja die Beutel, also eigentlich wollte ich es auch so rum machen und die Beutel einfach so aufkleben. Aber irgendwie sah das dann noch blöder aus, wenn ich jetzt zu den, also das ist jetzt nicht das Originalpapier, aber das ist jetzt hier zum Beispiel ein Papier von denen. Das nicht. Das sah irgendwie komisch aus. Also wenn ihr das euch einfach machen wollt, klebt da einfach die Beutel so, wie sie sind, hier rauf. Ich fand das irgendwie nicht schön. Und deshalb habe ich die in Vellum eingewickelt. Ihr seht das ja hier. Dann sieht man auch nicht gleich die Schrift und so weiter. Und das habe ich mir ganz einfach gemacht. Und zwar habe ich mir dann noch, also ich habe mir Vellum zum Teil, weil wenn es so ein helles Papier war, wie hier zum Beispiel, da wollte ich jetzt kein Weiße drauf machen, sondern dann habe ich mir aus diesen Blöcken, da sind ja auch einfarbige Vellungen drin, habe ich mir das da ausgeschnitten, aber überwiegend habe ich Weißes verwendet. Das ist ganz normales Transparentpapier, das habe ich irgendwann mal bei Amazon bestellt. Und das ist, also davon braucht ihr auf jeden Fall 24 Stück, die 7,5 x 18 cm lang sind, wenn ihr das auch so machen möchtet und die einwickeln wollt. Ihr könnt ja auch, ihr müsst ja nicht so eine Adventskalender speziell bestellen, sondern ihr könnt ja auch einfach normale Teebeutel zu euch zusammenstellen. Ne? Wer viel Tee trinkt, der hat ja auch Teebeutel da. Und ja, so, also wie gesagt, hier einmal gefalzt in der Mitte. Und dann habe ich Fotokleber genommen. Das ist, finde ich, wichtig, weil den kann man ganz vorsichtig, wenn man will, dann auch ablösen. Und derjenige kann das Buch verwenden für Fotos oder so. Kann man dann dazu schreiben. Und ja, also ich habe zum einen meine Tüte, also einfach nur einmal so ein Ding, meine Tüte hier festgeklebt. Dann habe ich mir einen Tacker genommen, habe das hier oben so zusammengehalten und in der Mitte getackert. Da könntet ihr euch jetzt gleich eure Zahl auch mit antackern, theoretisch. Aber ich fand, das sah so weit oben, das hat mir nicht gefallen. Wenn dann hier was übersteht, so wie hier, dann schneidet ihr euch das ab. Und wie gesagt, die Zahl dann auch. Wie gesagt, derjenige, der das bekommt, kann das ja dann wieder befüllen oder anderweitig verwenden. Ja, und so habe ich das eben mit allen 24 Beuteln gemacht. Habe halt immer geguckt, welche Farbe, also ob ich jetzt weiß brauche oder doch eine andere Farbe. Ja, und dann war das schnell gemacht. Also bevor ich jetzt wieder angefangen hätte, noch 50.000 Tüten zu basteln. Also im Prinzip ist der Kalender ja nicht schwer, aber es ist viel Schneiden, Kleben. Und für mich war ja eben jetzt die Schwierigkeit, ihr habt ja jetzt schon eine fertige Idee, das ist natürlich immer einfacher, aber irgendwie war, ist es doch, man kommt schneller voran, wenn das Papier flutscht, sage ich jetzt mal so, ja, so, und wie gesagt, das klebe ich jetzt auch mit dem Fotokleber hier an, im Prinzip ist es ja auch gehalten durchs Heft, so, und dann ist mein Kalender jetzt fertig. Er ist auch, er passt auch ganz gut, also ist schon ganz schön dick, aber er wird ja noch zugebunden und in der Schachtel ist ja Platz. Also insofern waren die 10 cm Höhe doch ganz gut. Ihr seht hier, mein Außen habe ich dekoriert wieder mit den Sprüchen von
Kreativdepot, also eigentlich ähnlich dem Achtsamkeits-Adventskalender. Hier ist noch ein Motiv, hier ist ein bisschen Nylongarn. Ansonsten habe ich jetzt hier das so rum aufgeklebt, weil ich ja zuerst dachte, ich mache das im Hochformat, aber alles andere habe ich jetzt ausgestaltet im Querformat. Das ist hier der Deckel. Wie gesagt, da habe ich das Papier ist jetzt auch wieder von Sustrene Grene. Hier habe ich Stanzteile verwendet und das ist wieder aus diesem Spruchdings hier. Das heißt im Rahmen Frohes Fest von Kreativdepot. Ja, und jetzt sag ich jetzt mal so, happy. Weil im Großen und Ganzen, ich baue das jetzt nochmal für euch zusammen, sieht das echt schön aus. Also die Box sowieso, ne? Derjenige kann sie sich dann ja immer verschließen, wie er will. Ne? Also so sieht das jetzt aus. Und jetzt mache ich mal den Effekt, den derjenige dann hat. Tada! Ja, und dann kann er die nehmen. Hier stempel ich vielleicht auch noch was hin, das muss ich mir noch überlegen. Und das aufmachen, theoretisch. Also man könnte sich den auch, glaube ich, hinhängen. Einfach so. Wobei hier eine ganz schöne Last dran ist. Also der ist schon ganz schön schwer. Und dann natürlich mit dem Umklappen, ja, weiß ich nicht, müsste man das immer durchbohren und festklammern. Aber man könnte sich das auch, habe ich vorhin zufällig, weil ich irgendwie, habe ich das halt genommen. Und dann habe ich das hier oben so zusammen gemacht. So, mache ich jetzt mal. Könnte man hier auch, da könnte ich vielleicht für nächstes Jahr, wie gesagt, immer wieder eine neue Idee zu finden, ja, für so einen Teekalender, also immer was Neues, das ist ja nicht so einfach jedes Jahr. Und jetzt ist es ein Haus, ne, im Prinzip. Und also man könnte sich das auch hinstellen jetzt, ne, und dann halt die Teebeutel einfach rausnehmen, ne, oder wie gesagt, das wäre vielleicht mal noch eine Idee für nächstes Jahr, muss ich mal sehen. Dass man das einfach so abreißt, war wie bei wir haben so Pflaster auf Arbeit, da reißt man das auch einfach so ab. Das wäre ja auch noch mal eine Idee, fällt mir jetzt gerade so ein, so dass man hier unten vielleicht die Zahl hin macht und dass man es dann hoch jetzt sieht er das ja nicht so einfach wegzieht. Naja, am Ende finde ich ihn jetzt ganz schön. Wie gesagt, am Anfang mit dem Papier, das hat mich ja echt total abgenervt, das hat mich die meiste Zeit gekostet. Wie immer natürlich ist das Dekorieren und ja, manche schreiben ja, oh. Das kannst du immer so toll. Ich kann das ja nicht. Nee, also ich kann das ja auch nicht toll. Das dauert halt dann, ne? Huch, jetzt ist es falsch rum. Na gut, ihr Lieben. Das war's jetzt. Ich bin happy, dass ich das so weit hingekriegt habe noch und dass es jetzt schick aussieht. Ja, wie gesagt, alle Maße versuche ich in die Infobox zu verlinken. Aber wie immer, ohne Gewehr. Ich kriege manchmal Zuschriften, also wirklich ganz selten. Oh, das stimmt nicht. Aber meistens liegt es nicht daran, dass ich falsche Maße gegeben habe, sondern dass ihr beim Falzen verrutscht seid oder ein bisschen schief geschnitten habt oder wie auch immer oder nicht richtig gelesen habt oder wie auch immer. Also da müsst ihr mal gucken. Ich habe ja auch zum Beispiel die Box, habe ich ja auch zuerst und den Rohling mir einmal vorgebastelt. Das ist hier, wie gesagt, das dünne Papier aus den Actionblöcken. Das hat man ja sowieso übrig und somit hatte ich jetzt hier ein Rohling. Also bei so komplizierteren Sachen würde ich immer empfehlen, doch vielleicht entweder erstmal mit günstigem Papier zu arbeiten, wo man sich nicht ärgert, oder eben mit so ganz einfachem Kopierpapier zu probieren. Gut, ihr Lieben, jetzt habe ich genug gesabbelt und ja, schreibt mir gerne eure Wünsche und Meinungen in die Kommentare. Ich finde das echt eine super Idee. Da nochmal einen vielen Dank an die liebe Christine, die hat nämlich mein anderes gesehen und hat gesagt, naja, geht da auch Tee rein? Und da habe ich gesagt, nee, geht kein Tee rein, ist viel zu schmal. Und daraufhin habe ich dann angefangen, das zu basteln. Und ja, deshalb nochmal vielen Dank, sonst hätte ich das wahrscheinlich ja nicht gemacht. Und dann, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Falsch rum, hat nicht geklappt.